Wenn ich das Kabel jetzt wegreiße, ne, komme ich von da darunter? Das geht. Aber ich werde von da... So, komme ich hier runter? Es geht. Geil. Okay, passt. Nein. Oh, ich hasse das. Blödes Clipping. So, okay. Haben wir den Stromanschluss unten durch. Sehr gut. Und jetzt können wir nämlich... So, Stromleitung weg. Zack. Zack. So, der produziert noch nichts, ist aber okay. Der macht auch Eisenplatten. So, passt. Jetzt haben wir das so. Jetzt machen wir Folgendes. Diese Förderstraße hier, das komplette Band hier, das reißen wir weg. Und anstelle, dass du dahinter gehst, kommst du her. Und gehst in den da hinten rein. So. Und dann nehmen wir dich. Dich packen wir hier weg. Und dann brauchen wir hier jetzt Logistik, einen Förderband-Splitter. So. Und den bauen wir dann... So hierher. Drei. Dann müssen wir hier... Toll. Ah, ich hasse es. Das ist blöd, weil du siehst das manchmal nicht richtig, wie die Förderdinger laufen. So. Das müsste jetzt passen hier. Jawohl. So, dann kommst du her. So, du gehst dann dahin. So, das Förderband hier. Das hässlichste Förderband, das ich habe in diesem ganzen Spiel. Du kommst weg. So, und klack. So. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Splitter. Du hast doch die Hilfslinie. Ja, ich dachte bloß, die Hilfslinie, dass das gerade nicht funktioniert hat, aber sie hat es mir, glaube ich, richtig angezeigt. So, jetzt schauen wir, wir pumpen hier jetzt halt genügend rein. Das heißt, der müsste genügend machen. Und der kriegt jetzt auch genügend. Dass wir die Sachen kriegen, ist immer noch ein bisschen zu viel, aber es geht. Also wir verschwenden nicht zu viel jetzt. Wie schaut es bei dem aus? Der hat viel zu viel, das heißt, das müssten wir eigentlich auch nochmal splitten hier. Also das müssten wir auch nochmal splitten. So... Zack, zack, zack. So. Gucken, was wir in Eisenplatten gerade haben. Das ist unfassbar. Und Eisenstange da oben müssen wir auch noch jede Menge haben. Die muss ich bloß mal in den Lager packen. So, Konstruktor. Den können wir direkt dran bauen. So. Zack. So, wie schaut es jetzt hier aus? Da fließt viel zu viel rein. So, das heißt, wir holen uns hier einen Förderbandsplitter wieder. Logistik, Förderbandsplitter. Kann ich den da bauen?
Ja, ich kann den Innenstrom ausbauen. Das ist bestimmt so gewollt. Gott, warum nicht? So. Hervorragend. Das heißt, wir kriegen jetzt jede Menge Eisenplatten. So. Wie schaut sie jetzt aus? Das schaut gut aus. Eisenplatte. Das schaut gut aus, perfekt. Du musst noch die Konstruktoren anschließen. Hm? Wo denn? Die haben doch schon Strom. Also hier muss praktisch noch ein Förderband hin, dass ich die zusammenpacke. Förderband-Fusionator. So, klack. Zack. So. Also was meinst du, Jeremy? So. Zack. Naja, genau das, was du jetzt machst. Ach so. So, perfekt. Dann haben wir hier die Produktion jetzt erstmal fertig. So, und jetzt ist die Frage, ich könnte theoretisch, müsste ich hier zwei Container hinkriegen. Und die Frage ist jetzt, ob ich von hier oben einfach runtergehe und dann die Eisenstangen hier unten dann dran packe, dass wir hier praktisch so eine große Fertigungsstraße bauen können. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Aber Eisenplatten haben jetzt auf jeden Fall schon mal genug. Das ist schon mal kein Problem mehr. So. So, die da oben sind jetzt fertig, weil die können nichts mehr machen. So. Wie war das? Ich habe hier drei. Ich brauche drei Konstruktoren pro Eisenschmelze, ne? Ja, drei Konstruktoren pro Eisenschmelze. Die Frage ist, wie schnell ich die jetzt rauskriege aus dem Ganzen. Da hängen vier Stromkabel dran, da hängen drei Stromkabel dran, da zwei Stromkabel. Okay, pass mal auf, vom ersten Mal. Mich erstmal um Strom kümmern, dass wir genügend Strom hier hinten haben. Bleib ich da dran hängen. Auch drei. Ha, hab dich. So. Okay, so. Oh Mann. Ich habe jetzt so viele Eisenstangen hier, ne? Ich weiß es bloß nicht. Oh Gott, ich... Ich bin gerade mega überfordert, weil ich habe zwar gerade 20.000 Ideen und ich weiß nicht, was ich zuerst umsetzen soll, beziehungsweise was ich umsetzen kann.
Zack. So. Der macht momentan nichts, ne? Nein. So. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal von hier... ein Förderband, was hier rüber geht. So. Okay. Organisation, nein, Logistik, Förderband, Splitter. So, da geht das Geschuppel rein. Passt das so? Ja, das müsste passen. So. Klack. Das ist immer das Fieseste eigentlich, wenn du das genau perfekt machen willst. Nein! Da ist mir der Knick zu krass. Ich muss praktisch ein Feld... So. Ja, so ist es perfekt. Geil. So, dann hier. Klack. Klack. So, und dann hier. Klack, klack. So, haben die Strom? Ne, die da haben keinen Strom, aber das ist okay. Weil das Strom ist das kleinste Problem. Da haben wir nämlich einen Strom... Mast. So, wir müssen jetzt aber langsam in die... Wir müssen aber langsam ins Limit mal kommen hier, oder? Gar nicht. 80 Megawatt Kapazität. Wir haben jetzt 52 Megawatt Kapazität. Ja, da haben wir locker viel Luft. So. Das heißt, die können wir jetzt einfach... Okay, die stellen Eisenstangen her. Der stellt auch Eisenstangen. Der macht, glaube ich, gar nichts hier. Das heißt, hier Eisenstangen. Du auch Eisenstange. So. Jetzt habe ich noch tatsächlich... Ich muss mal eine Sache kurz ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht, wie das jetzt ist. Wenn ich jetzt hier gehe... Konstruktor... So, den baue ich da mal ganz hinten an die Wand, soweit es geht. Klack. Dann wird das ein bisschen schief. So. Dann Strom dahin. Und dann sagen wir Schrauben herstellen. Wir kriegen nämlich unfassbar viele Eisenstangen jetzt. Okay. Das ist zu viel. Das habe ich fast befürchtet. Ja. Okay, also aus einem von denen brauchen wir zwei, wenn wir Schrauben herstellen. Was können wir sonst noch herstellen? Was kann ich sonst noch aus Eisenstangen herstellen? Okay, also hier kriege ich erstmal bloß Schrauben dann raus. Okay. Gut. Oh Mann.
Also ich weiß, klar, wir brauchen auch Eisenstangen dann später. Weil wir müssen daraus ja dann die ganzen anderen Sachen noch bauen. Aber prinzipiell ist es so, wir brauchen auch Schrauben. Und dann könnten wir vielleicht... Das Licht ist krass. So, du kommst weg und du kommst auch weg. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Acht. Metallwand. Knack, knack. Ach, weil unten keine Wand ist, drum weiß ich nicht hundertprozentig, wie die hier anklipsen soll. So. Dann Konstruktor. Der muss jetzt ein bisschen weiter nach vorne, weil ich brauche Platz. Reicht das vom Platz? Ich bin mir gerade unsicher, ob das reicht. So. Könnte aber reichen. So, Logistik. Splitter. Weil der Splitter reicht ja, wenn der Splitter hier ist. So weiter vorne wie nur geht. Knack. Okay, vielleicht doch nicht ganz so weit vorne. Nur vielleicht nicht, müssten wir den ein bisschen weiter nach hinten machen. So. Sonst können wir das Förderband nicht mehr dran bauen. So. Zack. So, okay. Schrauben. Schrauben. So, schauen wir mal, wie viel da reingepumpt werden. Ach so, ja, Moment. So. Klack. Klack, klack. So. Ist immer noch zu viel. Schön. Ah, jetzt wird es weniger, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube, jetzt hat sich's eingependelt. Jetzt könnte sogar zu wenig sein. Eins ist, glaube ich, zu... jetzt ist hier zu wenig tatsächlich. Oder? Kann es sein, dass es gerade bloß deshalb so schnell ging? Wir gucken uns das gerade mal an. Kann es sein, dass es vielleicht deshalb gerade so, nur so schnell ging, weil noch viele Sachen auf Lager waren da drin? Und sich jetzt langsam einpendelt? Weil ich mir trotzdem nicht sicher bin. Eins ist, glaube ich, zu viel. Und zwei sind zu wenig. Also ist irgendwie jetzt nichts. Das ist jetzt gerade irgendwie so, nichts Halbes und nichts Ganzes, glaube ich, oder? Was meint ihr? Ich bin gerade irgendwie skeptisch. Also das sinkt deutlich nach unten. Hier haben wir schon gar nichts mehr drin. Das heißt, der hat einen relativ langen Leerlauf eigentlich. Und der hat auch schon wieder einen Leerlauf. Was machen wir mal folgendes? Ich mach den mal weg hier.
Jetzt geht alles wieder gerade raus. Das reicht gerade so jetzt halt. Okay. So. Mann, ich will nicht ins Bett. Ja, ich muss jetzt gleich Schluss machen, weil ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. So. Ja, ich glaube, das ist so besser. Das war am Anfang bloß so schnell, weil wir so viele Sachen reingepumpt haben, aber wir kommen jetzt genau in den Punkt rein, wo das von der Fördermenge genau passt. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön. So. Weil das ist die normale Fördermenge hier und das ist die Ultra-Fördermenge hier. Aber ihr pumpt jetzt hier einfach gerade halt alles raus und darum dauert das jetzt so lange. Darum geht das auch so schnell. Und darum kommt ihr hier gerade nicht hinterher. Aber sobald das hier alles raus ist, geht es nicht mehr ganz so schnell. Jetzt ist die Sicherung geknallt. So. So, da, da, da. Einmal 4x50er Schrauben, bitte zum Mitnehmen. Jawohl. Hat er doch gerade erst Feierabend. Quasi. Tja, ist hier irgendwas leer? Nee, ne? Nee, der Strom reicht einfach bloß gerade nicht mehr. Okay. Passt auf, ich mach Folgendes. Ich baue jetzt hier noch die Biomasse. Wie habe ich die jetzt hingebaut eigentlich? Einmal die Teile so nach links und einmal nach rechts. Okay, weil ich will das identisch bauen. So. Okay, so ist es. Line up. Knack. So, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist ja bescheuert. So. Ja, jetzt leint er richtig ab. So. Der hier auch. So. Geil. So, das heißt, habe ich noch Kraftstoff eigentlich dabei? Bisschen was. So, kann ich das splitten? So. Okay. Hier. 88. 88. 100. 100. So, wie man sieht, er verbrennt jetzt hier fast nichts. Es dauert ewig, weil wir keinen Energieentzug haben. Drum passiert auch nichts, wenn man mal im Leerlauf ist. Die Verschwendung ist relativ gering. So, jetzt muss ich bloß gucken. Weil du musst weg und du musst weg, richtig? Wir haben eine Mitteldingens bloß, genau. So. Zack, dann baue ich hier das damit eben wieder neu. So. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich das am dümmsten jetzt mache. Ich mache den Energietor hin. So. Okay, so, das heißt, du dahin, du dahin. Achso, ne, ich habe die hier über Kreuz gemacht, glaube ich, ne? Ja, weil sonst ging es nicht, das ging gar nicht anders. Also, du dahin, du dahin. So, klack. Und du dahin, du dahin. So, der geht jetzt direkt bis dahinter. Das heißt, der Strom ist weg.
Dann gehst du bis dahin. Wie viel haben wir hier? 2 von 4. So. Hier einen. Da einen. Und da einen. So. So. Du dahin, du dahin. Du dahin, du dahin. Und du dahin. So. Laufen jetzt wieder. 160 Megawatt Strom, geil. Muss man sich da eigentlich ernähren? Nee, oder? Nein, ich muss nichts essen, sonst wäre ich schon längst verhungert. So, krass. Also strommäßig haben wir kein Problem. Was ist das da eigentlich hier? Das ist ein Lebewesen. Sammeln, grüne Elektroschnecke. Ich habe eine grüne Elektroschnecke gesammelt. Okay. Gut. Ich wollte schon immer Schnecken sammeln. Gut. Ja. So, das schaut ganz gut aus. Der pumpt immer mehr raus. Das Problem ist, er pumpt hier zu viel Eisen rein. Er pumpt hier mehr Eisen rein, als ich verarbeiten kann. Wie man hier auch sieht. Das ist viel... Oh, ich muss das auch noch optimieren hier. Das geht auch noch nicht richtig. Ich hab doch da aber schon Splitter drin, oder? Wie krank ist das denn? Ich hab ja schon den Splitter drin und trotzdem komme ich nicht hinterher. Und hier ist auch Eisenerz ohne Ende und ich komme... Das sind so absolute Luxusprobleme hier gerade. Ich könnte es eigentlich noch viel mehr ausbauen, noch viel mehr in die Breite skalieren, das Ganze. Ich glaube, die boosten die Generatoren, deine Schnecken. Schau mal, das finden wir noch raus. Ja, okay, also. Ich mache dann jetzt einfach mal den Cut. Ich bin mal so frech. Ja. Das Geilste ist, alles rot, weil hinten die Energie fehlt. Und hier wird halt gepumpt ohne Ende gerade. Und das Problem ist, es ist immer noch nicht gut. Ich bin ein Stück weit unzufrieden, weil ich so viel Sachen da reinpumpe, einfach von der Produktion her, dass ich halt nicht mehr hinterherkomme. Ah, aber ich glaube, das Problem ist das halt deshalb, weil die Schrauben hier voll sind. Weil er gar nichts mehr produzieren kann, weil ich hier in den Backlog reinlaufe. Das staut sich hier gerade alles extrem. Das ist das Problem. Das müssen wir, glaube ich, dann mal von hinten alles mal einmal ausräumen. Und dann den Rest selber bauen. Dass wir praktisch das einmal entschlacken komplett. Und dann ist die Produktionsstraße einmal entzahnt, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie viele Schrauben braucht man eigentlich in diesem Spiel? Macht es Sinn, noch eine dritte Produktionskette zu machen, bloß für Schrauben? Okay, wir machen Folgendes. Ich mache an der Stelle jetzt einen Cut, weil, wie gesagt, ich muss morgen echt früh raus und wir sind schon 10:45 wieder. Und dann machen wir Folgendes. Im nächsten Satisfactory Stream bauen wir das Ganze weiter. Eigentlich wollte ich heute den Weltraumhafen bauen, aber das hier hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich ursprünglich geplant hatte. Was aber auch kein Problem ist, weil jetzt haben wir eine ganz gute Produktion. Eine ganz gute Basisproduktion. Das heißt, wir können hier jetzt Schrauben herstellen. Die Eisenrohre, die wir hier jetzt rauskriegen, würde ich, glaube ich, direkt nehmen und würde sie zwischenlagern da hinten. Weil wir kriegen jetzt hier so unfassbar viele Eisenplatten ja geliefert. Was? Wisst ihr noch, dass wir ein Problem hatten mit Eisenplatten?
Nee, haben wir nicht mehr. Eisenplatten aber gar kein Problem mehr. Aber mehr als genug jetzt. So, wir können aber mit den Eisen... Ich muss ganz kurz gucken. Eine Sache gucke ich jetzt noch, bevor ich Schluss mache. Weil dann kann ich mir bis zum nächsten Mal vielleicht zwei, drei Sachen überlegen. Vergesse ich dann sowieso wieder und fange von vorne an. Aber, das ist dann ein Problem für mein Zukunfts-Ich. So, passt auf. Wir haben die Schrauben jetzt hergestellt. Die verstärkte Eisenplatte kriegen wir durch Metallplatten und Schrauben. Das heißt, wir können praktisch von oben die Schrauben nach unten schippern und können dann verstärkte Eisenplatten herstellen. So, ich bin mal off. Gute Nacht. Velos, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ich mach's auch nicht mehr so lange. So, das heißt, wir können verstärkte Eisenplatten herstellen. Mit den verstärkten Eisenplatten, mit der Produktionsstraße, können wir dann diesen modularen Rahmen direkt herstellen. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut bestückt dann und dann können wir vielleicht noch den Rotor herstellen automatisch. Das heißt, wir haben dann alles von den wichtigsten Komponenten, die wir bis jetzt freigeschalten haben, haben wir das soweit komplett automatisiert. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Achso, hier ist kein Strom mehr. Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Das heißt, wir müssten theoretisch relativ gut, sag ich mal, hier oben drei Schraubendinge nach unten liefern und die Platten dann einfach zusammenbauen lassen. Das gucken wir uns am nächsten Stream an, also in der nächsten Aufnahme dann von Satisfactory, wie wir das hier am besten bauen, dass wir hier oben dann die Schrauben zwischenlagern. Was wir, glaube ich, nee, die lagern wir noch gar nicht zwischen. Dann die hier runterfahren und dann bauen wir es hier unten zu eisernen Platten zusammen. Dann haben wir oben Schrauben, kriegen das hier runtergeschippert und dann sollte das hoffentlich kein Problem sein. Das müsste dann ganz gut gehen. Hoffe ich zumindest. So. Ach ja. Ganz schön aufregend. Aber ich bin echt froh, es funktioniert echt einigermaßen gut. Das Problem ist halt, wie gesagt, wir machen momentan hier noch produktionsmäßig zu viel da oben. Wovon ich jetzt aber hoffe, dass es kein Problem ist, weil ich hoffe, dass wenn wir dann einmal die ganzen Sachen alles rausnehmen, dass sich dann die Produktionsstraße ein bisschen entspannt. Und wir dann kein Problem mehr haben. Hoffe ich zumindest. So, jetzt aber. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Das war's mit Satisfactory. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und dann... ja, schau mal, wie wir das hier weiter ausbauen. Das heißt, mein Ziel wäre eigentlich in der nächsten Session, dass wir hier oben den Weltraumhafen dann hinbauen. Das heißt, hier alles so weit hinbauen, dass wir alle Komponenten hier irgendwann da haben. Auch Reservekomponenten, Eisenstangen und Metalldinger und Schrauben und so weiter. Hier alles weiterbauen, dass wir hier alles dann einfach in den Weltraumhafen reinpumpen können. Sofern wir da was brauchen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir dann genügend Basismaterialien. So, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.